Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Matches. Heute hier in einem TVP oder PVT, je nachdem wie ihr es haben wollt. Und wir haben rechts oben in Rot gespawnt als Terraner Batozai. Und links unten in Blau gespawnt als Protoss ist RandomBot. So, bevor wir auf das Spiel eingehen, möchte ich mal eben noch so ein bisschen was in eigener Sache loswerden. Und zwar betrifft das so ein paar Leute, die Replays einschicken. Bitte achtet darauf, wenn ihr Replays einschickt, dass ihr auch den richtigen Link nimmt zu dem Replay. Ich habe jetzt zweimal hintereinander das gehabt. Einmal ein Replay von Luvi und einmal hier von RandomBot. Ja, wo wunderbar hier alles ausgefüllt wurde zu einem Spiel, was ich gerne gecastet hätte. Aber leider war da ein Link zu einem anderen Replay, was ich schon mal gecastet hatte. Also am besten löscht ihr aus eurer eigenen Google Drive immer die schon eingeschickten Replays raus, damit das nicht zu Verwirrung kommen kann. So ist es auf jeden Fall ziemlich blöd. Deshalb konnte ich die Replays jetzt nicht casten. Glücklicherweise habe ich aber hier noch eins gefunden von RandomBot, was ich noch nicht gecastet habe. Und dem wenden wir uns dann jetzt heute ein bisschen zu. Also nur nochmal so als kleiner Hinweis, wenn ihr Replays einschickt, dann achtet bitte darauf, dass der richtige Link ist. Sonst ist das ein bisschen blöd. Ja, sowohl für mich als auch für euch, weil euer Replay kann dann halt auch eben nicht gecastet werden. Ja, wir sehen jetzt hier Double Gateway vom Protoss hier von RandomBot. Cybernetics Core auch schon auf dem Weg, das heißt, er kann gleich Doppel-Adept spielen, wenn er das möchte. Oder auf Stalker gehen, wenn er defensiv spielen möchte, auch das ist möglich. CyberX aktuell hier bei Batozai. Das Ganze ist gespielt in der Silberliga. Also mal schauen, was uns da erwartet. TechLab ist gesetzt, das heißt, Sim könnte gleich erforscht werden. Wir haben hier noch kein Orbital Command gebaut. Das gefällt mir natürlich nicht so sehr. Ich hoffe, das kommt gleich dazu. Hier könnte man natürlich auch noch guten Reaktor dran setzen an diese Barracks. Mal schauen, ob er das gleich macht. Brawler im Bau, interessant. Halte ich gar nicht für so eine schlechte Wahl. Aber wie gesagt, hier fehlt halt leider gerade das Orbital. Das wäre extrem wichtig, dass er das gleich baut. 100 Gas hat er jetzt. Und das heißt, jetzt könnte Stim angerückt werden. Da kommt es auch direkt. Sehr gut gemacht von ihm. Ja, und dann wollen wir mal sehen, ob er gleich expandiert oder ob er einfach ein One-Base-All-In spielen wird. Das lässt sich jetzt hier noch nicht so ganz absehen. Hier kommt auf jeden Fall jetzt erstmal der Reaktor dazu. Ist schon mal wieder beim Protoss vorbei. Der hat seine ersten beiden Adepten fertig. Kann die jetzt gleich losschicken. Ist jetzt Supply-Blocked. Natürlich nicht so toll. Sollte das am besten dafür nutzen, jetzt gleich direkt die Exe zu setzen. Denn wenn er hier den Adept abbrechen würde, der ja sowieso gerade nicht baut, hätte er jetzt hier schon fast die 400 Mineralien zusammen. Und könnte dann die Exe, wie gesagt, nehmen. Baut aber lieber das Stargate direkt. Mal schauen, ob er gleich mit dem Oracle Schaden machen kann. Aber erstmal ist er, wie gesagt, hier mit seinen Adepten unterwegs. Die sind jetzt hier auf dem Weg nach vorne, sind schon fast da. Allerdings kommen sie hier gleich gar nicht durch, denn hier ist natürlich ein Terraner, der hat seine Depots gebaut. Das heißt, da wird es nicht so viel Schaden geben. Aber er wird sehen, dass die Echse noch nicht steht. Und sie ist tatsächlich noch nicht mal im Bau. Aber gleiches gilt natürlich auch hier beim Protoss. Beide wollen hier erstmal One Base bleiben. Mal schauen, was das so für Auswirkungen hat. Oh, jetzt kommt das Orbital Command dazu. Oh, großes Risiko hier. Hat das Depot runtergemacht. Wenn das jetzt die Random Boss gewusst hätte, kann er natürlich nicht wissen. Aber dann wäre das natürlich blöd geworden. So hat er jetzt drei Adepten hier und trifft auf die Marines und Marauder hier von Batozai. Shades jetzt nach vorne geschickt. Sollte hier definitiv das Depot hochmachen, sonst wäre das ein Problem. Macht er nicht und damit hat er jetzt ein ziemlich großes Problem. Denn wenn man Adepten in seiner eigenen Basis hat, aber jetzt hat er das Depot zugemacht und hat sich selber ausgesperrt. Nicht so schlau. Ja, dann bekommt man ordentlich Schaden. Wir schauen mal aufs Workers Lost Tab. Vier Arbeiter schon gefallen, da fällt der fünfte, der sechste kommt dazu. Naja, ist noch nicht ganz geschafft. Und der Shade raus funktioniert auch noch. Wird jetzt hier wahrscheinlich einen verlieren, einen Adepten. Selbst den hätte er retten können. Hat er sogar gerettet, sehr gut. Ja, und hat damit ordentlich Schaden gemacht. Wie gesagt, 5 Worker-Schaden gegen ja nur Schilde und so ein paar Hitpoints hier von einem Adepten. Also das hat sich definitiv gelohnt von ihm. War eine sehr, sehr unglückliche Aktion von Batozai. Aber naja, passiert. Und der muss jetzt versuchen hier, ja, sich vernünftig wieder weiter aufzustellen. Baut jetzt den Starport, möchte also gleich Medivacs haben. Sein Push hat sich jetzt so ein bisschen erledigt tatsächlich. Ein Hellion dabei, was auch immer der hier zu suchen hat. Wahrscheinlich war es einfach missklickt, weil gegen... Und Protoss hilft einem Hellion nicht so wirklich. Baut einen zweiten Hellion. Interessant. Also wenn man schon Hellions baut gegen Protoss, dann sollte man da auch wirklich stark committen. Mit Blue Flame und allem drum und dran. Aber so ein paar Hellions einfach so zu spielen, halte ich für einen Fehler.
Oracle kommt dazu von Random Bot. Das fliegt jetzt hier los, kann also gleich versuchen, wieder Schaden in der Eco zu machen. Die Armee steht nicht so, dass es das abfangen kann. Wir haben auch keinen Turret in der Eco-Line, nicht mal einen Engineering Bay. Also Turret kann absolut noch nicht gebaut werden. Vermutlich wird also gleich hier ziemlich viel Schaden erzielt werden. Zweiter Starport dazu, sehr interessant. Möchte also hier scheinbar direkt, ja, ohne Reaktor trotzdem zwei Einheiten bauen können. Mal schauen, was sich da so entwickelt. Wir sehen 12 Probes hier auf den Minerals bei Random Bot. Sollte weiter Probes bauen, macht er jetzt auch. Wobei natürlich die Sache ist, er weiß davon, dass keine Echse da steht. Er ist ja sogar in die Main Base gekommen. Kann natürlich jetzt annehmen, dass jetzt vielleicht gleich eine kommt. So ist es ja jetzt auch. Aber sie wird halt jetzt erst angefangen. Das heißt, er muss jetzt den Push abwehren. Hat er einen Mothership Core? Ja, wo ist der? In der Main. Den sollte er gleich auf jeden Fall nach vorne schicken. Phoenix dazu. Wäre natürlich ganz schön, wenn er den hat, falls ein Liberator da wäre. Aber der kommt nicht. Es kommt ein ganz normaler Bio-Push mit zwei Hellions dabei. Warum auch nicht. Backt sich jetzt hier ein bisschen blöd an der Ramp rum. Steht hier blöd versammelt. In der Garage eingeparkt, so wie es hier aussieht. Kann natürlich gleich hier hochrennen mit Stim. Die ersten beiden Medivacs oder das erste Medivac ist jetzt da. Oracle ist übrigens zurückgeflogen. Möglicherweise dank F2, man weiß es nicht. Würde ich mir jetzt auch nichts unterstellen. Aber das hätte natürlich währenddessen eigentlich das Spiel schon beenden können. Er nutzt es allerdings defensiv. Sollte jetzt natürlich dann auch hier anfangen, das anzudrücken. Phoenix hat versucht, hier das Medivac rauszunehmen. Das hat nicht funktioniert. Allerdings die ganze Armee jetzt gefallen von Batosai. Nur ein Marauder überlebt. Stimpak hat jetzt auch aufgehört. Ein Medivac hat er nochmal hier defensiv. Kann also jetzt hier privates Medivac für den Marauder darstellen, der sich hier auf den Weg zurückmacht. Das sieht ja ziemlich lächerlich aus wie Marauder-Rennen. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Und das Ganze wird jetzt vermutlich auch noch vergebens sein, denn das Oracle versucht jetzt hier zu verfolgen. Ja, hat sich jetzt dann doch wieder dagegen entschieden. Sollte mit dem Oracle, wie gesagt, hier hinten reinfliegen in den Eco-Line, dann hätte er hier schon das Spiel direkt beenden können damit. Muss natürlich aufpassen, dass er nicht in der Widowmine reinfliegt. Aber wir sehen halt jetzt erst, dass das Command Center fertig geworden ist. Ist noch nicht mal ein Orbital Command. 24 zu 39 Worker Supply hier schon doppelt so hoch beim Protoss. Das Einzige, was man ihm so ein bisschen vorwerfen kann, sind die hohen Mineralien. Gut, er wird jetzt gleich 400 Mineralien verlieren, dadurch, dass er hier die Exe ersetzen wird. Dann sieht das Ganze schon wesentlich besser wieder aus. Sollte er jetzt nur auch anfangen. Zwei Kenntnisbauter defensiv halte ich gerade in der Situation, wo er jetzt ist, für eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung. Am besten noch eine weitere hierzu, denn eigentlich sollte er wissen, dass er ziemlich weit vorne ist. Hat das mit dem Oracle, hat er das gesehen? Hat noch nicht gesehen, dass die Echse gerade erst angefangen wurde. Wenn er das wüsste, dann würde er wahrscheinlich noch ein bisschen defensiver bleiben, denn er ist halt meilenweit vorne. Und da muss man es schaffen, irgendwie sich so aufzustellen, dass man nicht durch einen Drop oder durch einen Liberator oder so noch extrem viel Schaden nimmt und dann vielleicht doch noch unnötigerweise das Spiel verliert. Die Cannon steht hier ein bisschen suboptimal. Steht so, dass man hier nicht von vorne an die Minerals rankommen kann. Das könnte man natürlich noch ein bisschen klüger regeln, indem man das Ganze hier so ein Pixel nach oben setzt. Ein Gridfeld. Aber selbst das wird ihm hier das Spiel sicherlich nicht kosten. Warp Prisma ist dabei, das heißt, er kann vorne reinwarpen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte, wenn man das hat. Das haben wir ja in einem der letzten Replays gesehen, ohne dass ist mir deutlich schwächer aufgestellt. Building Placement, daran sollte RandomBot auch noch ein bisschen arbeiten. Hat sich hier eingebaut. Haben hier so eine kleine Lücke. Glücklicherweise steht jetzt hier nicht nur eine Robo. Wenn jetzt eine Robo hier stünde und man dann den Waypoint nach hier hingesetzt hätte, dann würde der Immortal zum Beispiel hier rauskommen. Und dann wäre hier auch eingesperrt. Das war natürlich der schlimmste Fall. Sollte diese Probe entweder jetzt töten, um das Supply frei zu bekommen, oder halt sein Warp Prisma dafür nutzen, die mal eben raus zu elevatern. Aber ja, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Das wären nur zwei Möglichkeiten hier, das Ganze irgendwie sinnvoll zu lösen, denn so steht diese Probe einfach nur rum, verschwendet ein Supply und macht gar nichts. Aber naja, dritte Basis steht jetzt, wie gesagt, 44 zu 27 Worker. Scan sitzt hier, sieht den Worker Slide. Damit sollte klar sein, dass hier die dritte steht. Sieht aber auch, dass hier keine vierte steht, also immerhin das. Wir haben eine sehr, sehr interessante Armee hier bei Batosai, was übrigens ein sehr schwieriger Name ist. Cloak Banshees, drei Stück, aber wir haben ja Detection hier am Start. Wir haben sowohl ein Oracle, was hier das direkt aufdecken könnte, sollte es wahrscheinlich jetzt auch mal machen. Das wäre sehr, sehr schlau. Wir haben aber auch zwei Observer, also da wird wohl nicht so viel gehen. Und die Armee ist generell extrem schwach, die hier der Terran auf die Beine stellt. Hat tatsächlich 52 Supply wieder zusammenbekommen. Aber die Armee sieht irgendwie nicht nach 52 Supply aus. Die Banshees sind natürlich auch eine ganz gute Einheit, so generell gesprochen.
Aber wir haben hier 6 Stalker. Sollte vielleicht jetzt mit dem nächsten Fuhre nochmal weitere Stalker reinwarpen. Plus 1 ist jetzt gleich auch durch. Und ich denke, jetzt sollte er angreifen. Wir haben ja auch 2 Phoenixes. Also die Banshees werden kein großes Problem darstellen. Die Widowmine könnte jetzt nochmal ganz nett hier triggern. So ist es nicht. Denn es hat nur einen Worker getroffen. Einen Zealot getroffen. Flugeinheiten fliegen einfach rein mit A-Move. Das heißt, leider keine Revelation hier gerade gecastet. Oh, da hat ein Disruptor halluziniert. Aber auch das nicht notwendig. Ich könnte jetzt Oracles halluzinieren und mit denen Slash Dance machen. Oh, diese Widowmine. Hero Widowmine hat 2 Observer getötet. Damit übrigens jetzt gar keine Detection mehr in der Armee. Wenn jetzt also weitere Banshees kämen. Oh, nochmal schöne Widowmine. Dann wäre das hier noch ein bisschen problematisch für Random Bot. So hat er nichts nur Probleme gegen die Widowmines. Und ich denke, das sollte er unterm Strich dann doch noch überleben können. Allerdings wird diese Widowmine hier gleich wieder reinfallen, unsere Hero Widowmine. Mal schauen, ob sie wieder einen guten Schaden machen kann. Vielleicht 2 Sentries bekommt oder so. Ja, worauf löst sie aus? Auf die Adepten. Okay, hat leider nur Schilde bekommen. Leider hat Random Bot das selber hier auch nicht bemerkt. Also mal abgesehen davon, dass diese Partie hier gerade locker gewinnt, ne? Aber nur als kleinen Tipp, man sollte immer darauf achten, dass man hier noch Detection am Start hat. Wir haben leider keinen Observer, keinen Oracle mehr. Also wenn jetzt hier einfach eine weitere Banshee gekommen wäre mit Cloak, dann hätte die durchaus noch mal ein bisschen Schaden machen können. Aber unterm Strich war halt Random Bot viel zu weit vorne. Hat halt viel früher geäxt und wenn man 2 Base gegen 1 Base spielt, dann und dann den ersten Push des Terraners abwehrt, der jetzt zugegebenermaßen auch nicht so besonders stark war, dann sollte man das Ganze auf jeden Fall gewinnen können. Und so war es auch. Herzlichen Glückwunsch, Random Bot, für diesen Sieg. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.